Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder super. Wir machen heute ein Video, was ich so noch nie gesehen habe. Und zwar werden heute Streamer einen Tag lang bestimmen, was wir beide essen. Sophia, danke für 5 Euro, danke schön. The Frankly und 21,99 Euro, sag mal bitte was Leckeres, Veganes. Das heißt, wir werden in den Chat reinschreiben oder donaten und sie fragen, was sie essen sollen. Es gibt ja verschiedene Streamer, Justin, Monte, Unge oder auch kleinere Streamer auf Twitch, die freuen sich vielleicht auch mal über eine Donation. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich an mit der ersten Mahlzeit. Wir haben jetzt 11.28 Uhr, de facto sind noch nicht so viele Streamer online. Wir hatten hier einmal Commander Krieger, der gerade streamt, oder auch dieser King Phil. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem kleinen Streamer an. Was meinst du, Sophia? Sollen wir donaten oder sollen wir ein Abo verschenken? Abo, oder? Dann freut sich noch jemand anders auch. Ja, fangen wir mal klein an, verschenken wir mal ein Sub. Geil, ich habe da jetzt auf jeden Fall ein Abo gekauft, aber ich habe nirgends was gefunden, wo ich eine Nachricht reinschreiben kann. Ehre, vielen Dank, Habibi. Der Beste. Ich schreibe jetzt einfach mal eine Nachricht rein in den Chat. Bro, sag mal, was meine Freundin und ich frühstücken sollen. Warte. Was? Chat, was ist das perfekteste Frühstück, was es gibt? Pancakes. Guacamole, Avocado-Toast. Also mein Lieblingsfrühstück ist getoastetes Brot, Avocado-Creme, darauf ein Spiegelei, also kleingemachte Avocado, darauf ein Spiegelei und darauf eine Scheibe Käse und darauf nochmal Salz. Ist das für ein Video? Es ist nicht für ein Video. Dann macht euch Pancakes. Dann machen wir Pancakes. Alles klar, Leute. So. Und Avocado-Toast. Ja, ich würde sagen, wir machen die Pancakes und den Avocado-Toast. Oh, ja. Ich werde das natürlich heute nicht in Erkennung geben, dass wir ein Video drehen. Wir möchten das alles so möglichst unverfälscht machen, wie möglich. Möglichst unverfälscht, wie möglich. Ich würde sagen, wir machen uns die Pancakes und den Toast. Auf geht's. Wir haben das Essen fertig gemacht, Freunde. Schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall ganz stabil. Sophia hat ihre Pancakes auch gemacht. Was heißt hier meine Pancakes? Ich will davon auch was. Ach, du willst davon auch was? Ja, wir machen Hälfte, Hälfte. Auf Sophias Pancakes kommt auf jeden Fall noch die Protein Cream. Die ist von Foodspring, kann ich euch nur empfehlen. Anstatt Nutella oder sowas, nutzt lieber das. Da ist kein Zucker drin. Ist jetzt keine Diätcreme oder sowas. Hat auch einige Kalorien, aber viel weniger Zucker und deutlich gesünder kein damit. Kein Palmöl. Vielleicht hat er nur gesagt, was wir essen sollen, was wir trinken sollen. Hat er nicht gesagt. Deswegen Käffchen. Haben wir uns mal ein Käffchen gemacht. Cheers. Cheers. Die Kombi, so habe ich noch nie probiert. Doch, ist gut. Kann man machen. Ich hätte lieber Lachs genommen und auch ein bisschen Tomate oder sowas. Nee, kein Lachs. Mhm. Wir hätten das Ei blanchieren müssen und nicht kochen. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Mhm. Du hast auch Hunger schon wieder. Jedes Mal, wenn wir Videos drehen, ist Suki immer dabei und sie will immer was mitessen. So, dann essen wir das jetzt schnell auf und dann können wir davon die Hälfte auf meinen Teller machen. An der Stelle natürlich hier der kleine Hinweis, Leute, wer noch nicht abonniert hat, kann gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und im Video, was Sophia und ich nächste Woche gemeinsam drehen werden, gibt es richtig geile Neuigkeiten. Oh ja. Traum geht für mich so ein bisschen in Erfüllung. Diesmal hast du die Pancakes gemacht und nicht ich. Ein Bild für die Götter. Pancakes, Protein Cream. Beste. So, wir haben aufgegessen und gefrühstückt. Jetzt wird es auch Zeit für die nächste Mahlzeit. Wir haben uns überlegt, weil so schönes Wetter draußen ist, eigentlich möchten wir ein bisschen raus, vielleicht in die Stadt. Und in der Stadt gibt es einen Starbucks, das weiß ich. Ich habe schon die ganze Zeit geguckt, wer gerade so streamt. Mickey ist gerade online und streamt gerade. Das ist definitiv ein Gaming-Streamer. Ich weiß nicht, wie der sich so mit da auskennt oder sowas. Wir donaten mal 15 Euro rein und schauen mal, wie er reagiert und ob er überhaupt drauf reagiert. Oh, was macht er? Franklin! Alter, was ist denn heute los? Franklin auch mit 15 Euro. Ja, Chat, ihr habt heute schon wieder, also ihr habt, heute ist schon wieder so ein Tag, da habt ihr einfach schon wieder gut die Lage übertrieben. Aber er hat die Nachricht nicht gelesen, was ist los mit ihm? Ich habe ihm eine Nachricht dazu geschrieben, aber irgendwie hat er die Nachricht nicht gelesen. Franklin spendet 15 Euro, sag mal zwei Sachen, die ich mir bei Starbucks bestellen soll. Latte Macchiato Karamell, gerne kalt oder auch warm. Und dazu irgendeinen leckeren Keks. Würde ich fühlen. Ich mach die Bildschirmaufnahme aus, weil er es nicht gelesen hat, Digga, und dann liest er es vor. Für uns beide zusammen ist das ein bisschen wenig. Jetzt gehen wir noch zu einem kleinen Streamer und donaten da nochmal einen Fünfer. Okay, gut, jetzt haben wir hier noch eine. Flauschi heißt die. Sag mal zwei Sachen, die ich mir jetzt bei Starbucks bestelle, so bitte. Sophia, danke für 5 Euro, danke schön. Kakao. Ich trinke nämlich keinen Kaffee. Hol dir Kakao bei Starbucks und haben die nicht so Cookies? So Kekse, sowas. Ist ja witzig. Okay, gut, alles klar. Also dann hat sich das, dann haben wir das gezogen. Kakao und Cookies. Dann würde ich sagen, packen wir es auf zu Starbucks. Ab in die Stadt zu dem guten voll Wetter. Geil, das Gefühl, wenn jemand auf dich reagiert. Oh Gott, ich glaube, ich muss öfter spenden in Streams. Und wir sind in der Stadt, waren schon bei Starbucks, haben die Sachen geholt. Hier haben wir einmal deinen Kakao. Was steht da drauf? Franklin. Harlem Franklin. Und für mich dieser Karamell Macchiato, glaube ich, war das nicht der Macchiato Karamell? Ich habe ihn jetzt in dem Fall mal kalt genommen. Mickey hat ja gemeint, kalt oder warm? Boah, der ist lecker.
Der Franklin-Kakao ist lecker. Franklin, ich habe Glück, dass ich den Kaffee bekommen hätte. Ich würde ausrasten, wenn du den Kaffee bekommen hättest und ich nicht. Boah, der ist auch ganz schön süß. Dazu gibt es hier zwei Cookies. In einem ist ein heller, ein dunkler drin. Welches möchtest du? Ich weiß nicht, hell? Wo... Ich weiß nicht, wo welcher drin ist. Für den hellen. Ich glaube, der ist da drin. Okay. Ich habe hier den dunklen Cookie. Bei Starbucks gibt es ja extrem viele Beilagen, was man nehmen kann. Kuchen und so weiter und so fort. Und ganz unten liegen die Cookies. Ich habe die noch nie probiert. Ich weiß auch nicht, wieso lustigerweise genau beide sich für einen Cookie entschieden haben. Ich nehme normalerweise bei Starbucks immer den New York Cheesecake. Ich nehme eigentlich eher Bagels bei Starbucks. Okay, gut. Cheers. Cheers. Ich muss sagen, die von Subway sind geiler. Der Karamell Macchiato hier und der Cookie ist also die Mickey-Kombi. Das würde ich sagen, gönnen wir uns hier in der schönen Münchner Innenstadt im Park. Und danach geht's weiter mit der nächsten Mahlzeit. Kaffee und Cookies verdrückt. Jetzt ist auch der nächste Streamer online, den ich gerade gesehen habe, und zwar Papa Platte. Mal schauen, was der uns empfiehlt. Hättest du auf irgendwas Spezielles Lust zu essen? Spaghetti? Spaghetti? Nudeln? Ja, ich hätte Bock auf was Gesundes, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Fertig, Timo, falls du gerade den Stream guckst. Für meine Freundin und mich, was wir uns jetzt in der Stadt zu essen holen sollen. Leicht gebräunt, die Haut. Sag mal Sachen für meine Freundin und mich, was wir jetzt in der Stadt zu essen holen sollen. Sushi. Oder falls es gibt einen guten Vietnamesen, dann einen Curry. So voll Ehre. So, ja, Sushi und Curry, Alter. Das Ding bei Papa Latte ist, der redet ja immer so. Jetzt würde ich sagen, suchen wir uns mal Sushi und Curry in der Nähe. Ja, Sushi ist aber nice. Sushi, willst du Sushi, ich Curry? Ja, umgekehrt? Ich will Sushi. Okay, mir ist es Wayne. Und wir sind beim Asiaten, wir haben auch schon Sachen bestellt. Suki sitzt hier ganz brav auf meinem Schoß und wer was bekommt, seht ihr jetzt. So, und das Essen ist da. Für mich gibt es das Curry. Ich habe mir einmal hier so ein Curry mit Lachs bestellt. Wir sind extra zu einem Restaurant gegangen mit einer richtig guten Bewertung, weil er gesagt hat, es soll ein gutes Curry sein. Für mich gibt es einmal Sushi mit Frischkäse, Gurken und Avocado. Da muss ich auf jeden Fall mal Props an Papa Platte aussprechen. Das ist eine sehr entspannte Mittagskombi. So asiatisch in der Stadt ist eigentlich das, was ich am meisten feiere. Auch wenn ich gesagt habe, ein Salat wäre nice, aber Curry ist ja auch endgesund. Mein Curry kostet jetzt zum Beispiel 8,50 Euro. Geht also auch preislich vollkommen in Ordnung. Du hattest ja eigentlich dir Pasta gewünscht, ne? Ja, aber Sushi war dann irgendwie auch geiler. Ehrlich gesagt. Ja, hast nicht im Kopf. Er hat meine Wünsche gewusst, weißt? Ja, ach so, er wusste, was ich eigentlich Papa wollte. Platte konnte dir deine Wünsche quasi durch den Stream von den Augen ablesen. Das ist aber auch echt gemein. Das geht auf jeden Fall als ein gutes Curry durch. Dazu ein alkoholfreies Weißbier, Leute. Cheers zu der Mahlzeit. Und wir sind mit Suki noch eine Runde Gassi. Bei dem schönen Wetter draußen so einen kleinen Verdauungsspaziergang. Bevor es dann gleich die nächste Mahlzeit gibt, packen sie jetzt heim dann schon mal, wer dann online ist und welcher Streamer unsere nächste Mahlzeit bestimmt. Ich bin gespannt, was es gibt. Ich bin auch gespannt. Auf geht's. Oh, ja. Und zu Hause angekommen, wir haben jetzt mittlerweile 20 Uhr. Ihr wisst, wir haben 20 Uhr anfangen zu streamen. Unge ist Veganer. Umso gespannter bin ich mal, was Ernst als Essen vorschlägt. Ich persönlich glaube, er wird uns irgendwas mit Brot und Tomaten vorschlagen. Das sagt man so, dass er das richtig krass feiert. Ich hoffe, dass er überhaupt irgendwas vorschlägt. The Frankly und 21,99 raus. Sag mal bitte was Leckeres, Veganes, was meine Freunde und ich zum Abendessen gönnen können. Ja, kommt an, was ihr zu Hause habt. Also wir haben uns gerade eben zum Abendessen einfach nur Brot gegessen mit Tomate, Zwiebeln, bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer. Ganz einfach, geht immer. Choc-Güzel. Also das ist das, was ich immer empfehlen kann. Ansonsten, wenn ihr Reis da habt, einen schönen Reis-Bowl mit ein bisschen Bohnen, Hülsenfrüchte, Kidneybohnen rein, Tomaten, frische Tomaten und dann auch geile Reis-Bowl. Sehr lecker. Alles klar, okay. Du hast es schon geahnt. Und ich hab's noch vorher gesagt, dass er das sagen wird. Du kennst ihn ziemlich gut. Also das ist eigentlich so das Meal von Unge, was er immer sagt. Es ist vegan, es geht schnell. Wir haben die Zutaten, glaube ich, alle da. Machen wir uns das Abendessen. Auf geht's. Zack, und da haben wir das Essen gemacht von Unge. Ich habe mich jetzt hier für diese Reisbowl entschieden. Und ich muss sagen, das ist schon eine ganz schöne Portion ordentliche vegane Proteine. Ich habe mich immer einen Tag lang wie Unge ernährt. Und wenn ich richtig im Kopf habe, gehört da, glaube ich, eigentlich noch Olivenöl drauf. Und eigentlich macht man das auch mit Graubrot. Olivenöl hat er aber nicht gesagt und Graubrot hatten wir nicht da. Wird ein bisschen trocken. Hast du schön gemacht. Habe ich schön gemacht, ja. Ja. Ja, freut mich. Guter Koch. Musste ich bei Unge bedanken, es hat Unge gekocht. Danke, Unge. Also die Kombi hier wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Junge, boah, du kannst ja doch nicht so fette Knoblauchstückchen drauf machen. Verrückt. Was beschwerst du dich bei mir, Alter? Das war Unge, nicht ich. Unge hat nicht gesagt, dass du so große Knoblauchstücke drauf machen sollst. Wie, Leute, gebt euch das mal. Das brennt im Mund, wenn man da reinbeißt. Unge hat bestimmt gemeint, so in der Pfanne ein bisschen angebraten. Beim nächsten Mal kochst einfach du. Wir lassen uns das Ganze jetzt hier schmecken. Und aufgegessen. Ich muss sagen, das Unge-Mehl hat sehr gut geschmeckt. War auf jeden Fall verdammt gesund. Jetzt habe ich aber noch Bock auf einen Nachtisch. Eine gewisse Person ist gerade noch live gegangen. Und zwar ist das Knossi. Und jetzt möchte ich mal gucken, was er mir noch sagt, was ich mir zum Nachtisch reinhauen kann. Oxid, vielen lieben Dank für 5 Tier Einsatz. Ey, vielen lieben Dank auch zwischendurch.
für alle eure Subs, ohne Scheiß. Vielen lieben Dank an alle. Ich bin mal gespannt, ob er darauf reagiert. Die gegiftet haben, die gecheert haben. Ich verstehe das gar nicht genau, warum das bei ihm so ist. Aber ihm kommt da irgendwie keine Leute, das heißt, er reagiert nicht drauf. Oh Gott, Alter, ich bin so ein Vollpfosten. Ich schaue mir gerade eine Wiederholung von dem Stream an und habe 15 Euro rein donated. Dann schauen wir mal, was uns unsympathisch noch als Essen empfiehlt. Keine Ahnung, was der Kerl für einen Essensgeschmack hat. Noch nie kam hier Fußball-Content. Hallo? Ich rede nicht mal über Fußball. Landmeister, gib mal bitte einen heißen Tipp, was ich mir in der Tanke zu essen holen soll. Snickers. Am besten eine schmackhafte Mahlzeit für zwei Personen. Zwei Snickers. Muss meine Freundin noch einladen. Drei Snickers. Digga, unsympathisch. Sascha, Kuss geht an dich raus. Absoluter Ehrenmann. Danke für den Support. Danke für den Support. Kauf zwei, dann gibt's günstiger. Eins, zwei, drei. Auf geht's. Zwei für mich und eins für dich, oder? Wenn du möchtest, ich lade dich ja heute ein. Ich muss dich ja auf ein Dinner einladen. Ja, weil du auf Diät bist. Das ist somit auch die letzte Mahlzeit heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat uns ultra viel Bock gemacht zu drehen. Ja. Lasst gerne einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn das Video geil bei euch ankommt und ihr auch Bock drauf habt, können wir gerne noch mal einen zweiten Teil drehen. Mir fallen noch ein paar andere Sachen ein. Und danke an alle Streamer, die mitgemacht haben bei dem Video. Ich muss sagen, die Essenstipps heute waren gar nicht mal so schlecht, wie ich gedacht habe. Die wussten ja gar nicht, dass sie mitmachen. Ja, die wussten gar nicht, dass sie ein Video drehen. Jetzt könnt ihr auch direkt rüber zu Sophias Kanal schalten, denn da gibt es das nächste Video von uns beiden. Auf ihrem Kanal könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und dann sehen wir uns bei ihr. Und wie jeden Sonntag sehen wir uns auch in der Live-Premiere. Seid da gerne am Start. Wir gönnen uns das Snickers. Nur sagen, guten Appetit, oder? Guten. Hau rein.